Habt ihr Bock auf eine Runde Clash Royale, aber warcraftiger, charmanter und umfangreicher? Dann gebt doch Warcraft Arclight Rumble eine Chance, das unter den Fittichen von WoW-Entwicklerveteran Tom Chilton und seinem Team exklusiv bei Blizzard entsteht. Frisch angekündigt haben wir schon in die Beta reingeschnuppert und sind jetzt schon begeistert. Arclight Rumble ist ein typisches Tower-Offense-Spiel. Das vermutlich bekannteste ist Clash Royale von Supercell. Was bedeutet das für diejenigen, die so ein Game noch nie gezockt haben? Das Cinematic hier zeigt's ganz schön. Ihr stellt in Arclight Rumble aus den Einheiten fünf verschiedener Familien ein Team aus sechs sogenannten Minis zusammen. Die sollten möglichst eine Bandbreite an Fähigkeiten abdecken. Etwa Flächenschaden verursachen oder als Brawler ein bisschen mehr einstecken können als ein Speerwerfer der Trolle. Es schadet nicht, eine Einheit dabei zu haben, die fliegende Gegner trifft. Und dann gibt's noch Zauber, die in verschiedenen Situationen weiterhelfen. Habt ihr ein Team zusammengestellt? Dann geht's los. In Arclight Rumble tretet ihr im Rahmen einer umfangreichen PvE-Kampagne mit über 70 Karten gegen KI-Kontrahenten oder im PvP gegen andere Spieler im Tower-Offense-Modus an. Das Grundprinzip dieses Strategie-Brawlers: ihr spawnt Einheiten bei eurer Basis und zwar im Tausch gegen automatisch generiertes Gold. Die Karten selbst bieten schon Möglichkeiten, euch Vorteile zu erarbeiten. Spawnplätze etwa lassen sich ändern, indem ihr ein Katapult einnehmt. Das müsst ihr erst besiegen, dann dauert es eine kleine Weile, bis das Katapult für euch spawnt und Gegner in der Nähe aufs Korn nimmt. Ein Katapult kann sich selbst verteidigen, braucht aber im Schnitt länger, um eingenommen zu werden, als ein Versammlungsstein. Der wiederum wehrt sich nicht, wenn er von Gegnern überrannt wird. Weitere taktische Kniffe, die euch die Maps des Spiels bieten, sind Steuerpfeile am Boden, die die Marschrichtung eurer Einheiten beeinflussen, und höher gelegene Stellen der Lanes, etwa mit Brücken. Der Vorteil von denen liegt klar auf der Hand: Fernkämpfer können von oben Gegner auf der unteren Lane behaken, ohne dass die sich wehren können. Auch das automatisch generierte Gold lässt sich von euch aktiv mehren. Mit Kobolden könnt ihr aus nachwachsenden Erzadern Gold abbauen. Auf manchen Karten finden sich auch Schatzkisten, aus denen sich ein paar Münzen plündern lassen. Solche Erzadern und Kisten solltet ihr euch tunlichst schnappen, sonst macht's nämlich euer Gegner. Die grundlegende Mechanik haben wir erklärt. Nun könnt ihr euch der Gegner erwehren, indem ihr eure Einheiten spawnt, wenn ihr sie auf euren Spawnplatz zieht. Ihr werdet schon mit den ersten Minis feststellen, was ihre Stärken und Schwächen sind. Die PvE-Kampagne führt euch ganz gut ans Spielprinzip heran. Ein Gnoll ist etwa ein Brawler mit etwas Flächenschaden, der aber gegen Flugeinheiten nutzlos ist. Ein Sturmreiter fliegt zwar, verursacht aber nur Schaden an einzelnen Zielen. Nach und nach lernt ihr die Vor- und Nachteile kennen. Über die PvE-Kampagne erspielt ihr die Goldwährung für den Shop. Dort kauft ihr neue Einheiten einmalig. Ihr levelt sie dann über mit Siege verdiente XP. Für Niederlagen gibt's auch ein paar Punkte, aber eben nicht so viele. Logisch, jeder Level-Up einer Einheit kostet mehr und mehr XP, dafür werden sie aber auch stärker. Klar. Die PvE-Kampagne führt euch durch die Regionen aus Classic WoW. In Elven kämpft ihr dann etwa gegen KI-gesteuerte Promis wie Hogger, in Westfall gegen Edwin Van Cleef. Das ist ganz charmant und deswegen interessant, weil die Bosse über unterschiedlichste Fähigkeiten verfügen. Der Boss Morbend Fell, hier zu sehen, verfügt über einen schützenden Zauberschild, der von einer automatisch auf der Karte spawnenden Priesterin entfernt werden sollte. Ungeübten Spielern, aber auch solchen, die mit einem Tower-Offense-Spiel vertraut sind, fordern die KI-Bosse einiges an Taktik ab. Etwa über die Pfeile auf dem Boden und über die Entscheidungen, welche Points of Interest ihr einnehmt oder links liegen lasst. Das macht Laune und beschäftigt vor allem diejenigen, die PvP-Scharmützeln nicht ganz so viel abgewinnen können. Mit jedem besiegten Boss sammelt ihr Schädel und schaltet neue Features von Arclight Rumble frei, damit ihr beispielsweise nicht sofort ins eiskalte PvP-Wasser geschmissen werdet. Features, die später noch ins Spiel kommen werden, sind beispielsweise Raids, die ihr kooperativ mit anderen Spielern erledigen könnt. Bereits jetzt könnt ihr in Dungeons herausfinden, wie viel das Co-Play von Arclight Rumble taugt, und dazu lassen sich noch Talente für Einheiten freischalten. Allerdings haben wir die dafür benötigten Schädel noch nicht erspielen können, weswegen unser Video auch erst einmal einen Ersteindruck gibt. Denn unter den PvE-Bossen der Kampagne gibt's im Schlingendorntal beispielsweise die eine oder andere harte Nuss zu knacken. Was macht man dann, wenn man nicht weiterkommt? Das Team umstellen, die Herausforderungen für bereits besiegte Bosse noch für Goldstücke abschließen,
XP-Quests farmen und Aufwertungen im Shop kaufen, um Einheiten zu leveln. Solche XP-Tomes erscheinen im Shop, wenn im limitierten Angebot eine Einheit verfügbar ist, die ihr schon erworben habt. Und diese Tomes geben allerhand XP für die jeweilige Einheit. Drauf verzichten solltet ihr also nicht. Und dann heißt es, versucht euren Roadblock-Kampf erneut. Warcraft Arclight Rumble bietet 70 Maps mit KI-Bossen, 60 Einheiten und wird noch 2022 veröffentlicht. Davor kann das neue Blizzard Mobile-Spiel in einer Beta auf iOS- und Android-Geräten ausprobiert werden. Einen genauen Termin gibt's aber noch nicht. Davor sollte vielleicht noch etwas am Balancing gedreht werden. Vor allem im PvP, denn da sind Ork-Schamanen und der Zauber Blizzard derzeit wirklich übermächtig. Jetzt seid ihr dran. Gefällt euch das, was ihr zu Warcraft Arclight Rumble im Video gesehen habt, oder juckt euch das nicht die Bohne? Und hat euch unser Video gefallen? Dann lasst uns doch ein Like da und gönnt euch noch ein Abo. Bei uns gibt's immer brandheiße Themen aus der Welt der Videospiele.